Guten Abend, ich begrüße Sie sehr herzlich, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Sendung von Sportreflex hier wie immer im Studio von TDTV in Hamburg-Munzburg. Unser zentrales Thema der heutigen Sendung, das ist Fußball gestern, Fußball heute und Fußball morgen. Natürlich alles ein bisschen auch eingebunden unter dem Aspekt Corona, Lockdown, wirtschaftliche Probleme, finanzielle Probleme, sportliche Probleme. Und ich freue mich natürlich sehr, dass ich dazu drei sehr kompetente Gesprächspartner einladen durfte und auch eingeladen habe. Ich begrüße sehr herzlich den Vizepräsidenten, den ehemaligen Vizepräsidenten des HSV, Harry Behre. Herzlich willkommen. Manfred Kals haben die sicherlich alle schon erkannt. Wer kennt ihn nicht? Der erfolgreichste Spieler des HSV aller Zeiten, trotz Uwe Seeler, trotz Tolhader. Aber keiner war so erfolgreich wie Manfred Kals. Herzlich willkommen, Manni. Und dann habe ich mir heute erlaubt, noch einmal einen Fan einzuladen, so ein bisschen als Regulativ für diese Diskussionsrunde. Denn dieser Fan ist nicht nur HSV-Fan, einer der treuesten, seit 40 Jahren Mitglied. Und ich freue mich ganz besonders, dass er auch dabei ist. Herzlich willkommen, Heiko Holzgräber. Ja, dann gehen wir gleich in medias res. Wollen wir gleich mal überlegen, als Amateur-Nationalspieler, der du ja gewesen oder sie ja gewesen sind, Entschuldigung, Harry, ist es für meine Begriffe ein Unding, dass der Amateursport, der Amateurfußballsport, der Breitensport und natürlich ganz besonders auch der Jugendsport im Fußball da brach liegt, völlig aus dem Rennen sind. Auf der anderen Seite aber die Profis feuchtfröhlich spielen dürfen, sich jubelnd um den Hals fallen. Das kann doch irgendwie, ist da eine Schräglage. Ja, es ist aus meiner Sicht auch nicht ganz stimmig. Vor allen Dingen die jungen Leute. Ne? Wir haben das Problem mit den Schulen, mit den Kindern. Und genauso im Sport, im Fußball speziell. Warum dürfen sie das nicht? Ich will das nicht auf Golf beziehen. Darunter leiden wir ja auch, Manni und ich. Ja. Wir können kein Golf spielen. Gut, bei normalem Wetter, jetzt geht's ja los. Zumindest nicht in Hamburg oder in Schleswig-Holstein. Also ich halte das schon für ein großes Problem. Und auch die Folge daraus ist ja auch, das liest man ja häufig, das Verlassen der Clubs von jungen Leuten. Die Mitgliedschaft, ja. Das kostet ja den Clubs auch einen Haufen Geld. Das sind also Dinge, die sind natürlich schwierig. Von der Politik her würde ich auch sagen, man kann nicht da sagen, da so, aber hoffentlich, man ist ja jetzt schon dabei, man muss da was tun, man muss was öffnen. Und warum sollen die jungen Burschen, meinetwegen Viktoria Hamburg oder wie sie heißen, nicht Fußball spielen? Wie Sie schon richtig sagen, Herr Köpke, wenn man das sieht, die Bayern fliegen dahin und international dahin. Und dann der eine kriegt Corona, der wird mit dem Learjet zurückgeflogen und so weiter. Ja, wie soll man das den Jugendlichen vermitteln? Ja, das sind alles Dinge, die wirklich im Raum stehen und eine Problematik darstellen. Wobei man muss auch den Politikern mal zugestehen, das ist schon eine schwierige Geschichte. Wir wollen ja gar nicht jetzt über die Impfung reden, das wäre ein langes Thema, aber da ist schon einiges schiefgelaufen, kann man sagen. Aber jetzt nochmal speziell auf den Fußball, auf den Amateurfußball, Jugendfußball, das führt ja auch zu Aggression bei jungen Leuten. Warum? Lass sie doch toben. Lass sie toben, das ist meine persönliche Meinung. Schiefgelaufen ist ein sehr gutes Stichwort, Harry, das kann ich gleich weitergeben, jetzt auch an Manfred. Manfred, ich muss das nicht noch alles wiederholen. Vize-Weltmeister, Deutscher Meister, Pokalsieger, Europameister. Eigentlich haben Sie alles erreicht im Fußball, was wenige erreichen. Wenn man jetzt von der Weltmeisterschaft absieht, war ja alles dabei. Aber dieses Wort, dass einiges schiefgelaufen ist, das wollte ich ja, wie gesagt, gerne aufgreifen. Sehen Sie das ähnlich? Würden Sie die Situation, die sich im Moment im nationalen wie im internationalen Fußball darstellt, tatsächlich ausschließlich jetzt auf Corona und Lockdown zurückführen? Oder gab es da auch Missverhältnisse in der Vergangenheit? Ja, der Amateursport liegt ja schon seit Jahren am Boden. Wenn man sich mal anguckt, wir sind ja viel auch zum Beispiel in der Fußballschule auf dem Land. Wenn man da zu kleineren Vereinen kommt, da geht keiner. Da sitzen alle noch im Clubhaus oder vom Fernseher gucken, was auch immer. Die werden ja sehr gut bedient vom Fernsehen, was Fußball anbetrifft. Man kann ja alle Ligen inzwischen gucken, weltweit. Und die Leute gehen nicht mehr auf den Platz. Ja. Und die kleinen Vereine leiden darunter auch schon seit Jahren. Aber das ist auch bekannt. Und der DFB hat auch versucht einzuschreien, aber da fehlt es einfach auch an Geld. Sie haben sich ja einen bekannten und sehr guten Namen gemacht mit Ihrer Fußballschule. Das ist ja genau das, eine ähnliche Situation. Da können Sie im Moment ja auch nichts machen. Ja, im Sommer in den Ferien trainieren wir, aber halt in kleinen Gruppen. Wir halten die Regeln ein. Das ist
Das war jetzt im letzten Jahr und ist nichts passiert. Es war alles super und alles gut vorbereitet. Aber es ist nicht so einfach. Aber die Kinder wollen raus, die wollen spielen, ja, die brauchen Bewegung. Und Fußball ist halt immer noch Sportart Nummer eins. Also die wollen spielen. Ja, Manni, dann würden Sie das auch unterstützen, was Harry Behre gesagt hat. Das ist schiefgelaufen. Es ist einiges schiefgelaufen. Ist sicherlich vieles schiefgelaufen, ja, aber gut. Wir sind zum ersten Mal in so einer Phase. Und in so einer Situation, das ist nicht einfach für alle. War auch ein Lernprozess. Das ist ein Lernprozess, sicherlich. Ich bin jetzt seit einem Jahr in Quarantäne. Ne? In einem Jahr ist es irre. Seit einem Jahr. Wir sind ja auch Risikogruppe, sag ich mal. Und es ist schon irre, was da auch so passiert. Du etwas mehr als ich, ist richtig. Ja, der Jüngste auch ist Heiko Holzgräber. Ja. Davon abgesehen, aber trotzdem 40 Jahre ja, ein treues Mitglied. Und ich wollte noch sagen, zum Amateursport, zum Profis. Das Geld findet nur nach oben statt. Ja? Wie bitte? Das Geld ist nur nach oben. Da kommen wir noch gleich drauf. Klar. Erste Liga und so weiter. Da kommen wir noch gleich drauf. Unten findet nichts mehr statt. Ja. Aber das ist natürlich auch oder kann auch tödlich für den Fußball sein, sowas. Ja, irgendwann ist der Bogen überzogen. Das sieht auch so aus. Ja, wir kommen noch gleich, Manni, auf die Gehaltsobergrenzen. Da hätte ich auch noch eine ganz spezielle Frage. Aber ich wollte eben die Frage noch weitergeben, auch eben an Heiko Holzgräber. Was sagt denn der Fan zu dieser Situation? Also ich habe da ein differenziertes Bild. Ich sag mal, dieser Fußball, Profifußball, den wir jetzt bei Sky und wie auch immer sehen, das ist zwar Fußball inhaltlich, aber für mich hat es eher einen Entertainment-Faktor. Ja, und ich glaube, das war auch die Motivation der Politik. Die Leute, die jetzt, sag ich mal, mit starken Einschränkungen leben müssen, die selber nicht mehr ihren Sport betreiben können, die so ein bisschen bei Laune halten im Sinne von Entertainment. Ne? Also lass uns die Profi liegen, damit sie wenigstens vom Fernseher zuschauen können und ähnliches, um da so ein bisschen das Gemüt ein bisschen runterzukochen in irgendeiner Form, dass es nicht zu langweilig wird und die Decke auf den Kopf fällt. Auf der einen Seite schürt es natürlich aber auch die Sehnsucht, wenn ich dort immer Spiele im Fernsehen beobachte, dann auch selber wieder zu kicken, mich mit meiner Mannschaft, mit meinem Verein zu identifizieren und ähnliches. Und ich glaube, jetzt haben wir einen Zustand erreicht, wo jetzt die nächsten Öffnungen kommen müssen, auch für den Amateursport. Weil diese Phase des Beruhigen, die Beruhigungspille, dass man zumindest bei Sky noch mal Fernsehen schauen kann und Fußball schauen kann, die hat jetzt ihre Abnutzungsspuren auch erreicht. Und jetzt wird das Wetter wieder besser. Der Frühling steht vor der Tür, selbst hier in Hamburg. Da wollen alle wieder raus auf den Platz und selber auch kicken. Und das macht es noch mal umso schwerer. Also ich bin da völlig bei Ihnen drein, das ist völlig klar. Ich fand das also sehr gut, was Harry Behre gesagt hat. Es ist in der Tat, wir wollen das jetzt gar nicht weiter vertiefen, absolut schiefgelaufen. Es kann nicht sein, dass also der Amateursport und der Jugendfußballsport praktisch total aus dem Rennen genommen wird und dass also die jungen Leute dann ja sehen, wie sie sich da jubelnd um den Hals fallen in der Profiliga ohne Masken. Und das, aber wie gesagt, das haben wir festgehalten. Das können wir jetzt auch so abhaken und so stehen lassen. Einfach schiefgelaufen. So. Das ist natürlich die eine Dimension der Geschichte. Und die andere ist natürlich auch die, Harry, das ja, was ja auch der Manfred eben schon angesprochen hatte, es geht ja hier auch um sehr viel Geld. Die Gelder kommen natürlich von Sponsoren, aus den Zuschauereinnahmen, Fernsehgelder und. Und da werden ja Millionen für Spieler gehandelt. Da fragt man sich natürlich auch, ist ein Spieler 50 Millionen, 100 Millionen, 200 Millionen wert? Das sehe ich, wir gehen ja mal weg vom Amateursport. Ja. Das sehe ich in der Hoffnung, dass sich da was tut, dass das alles so ein bisschen vernünftiger wird. Wobei ich da nicht dran glaube. Ich glaube, wenn der Ball wieder rollt und dies und jenes, dann fliegen die Summen wieder nach oben. Es ist ja nicht mehr normal. Wenn ich mir vorstelle, ein Manni Kals, der nun nicht nur der erfolgreichste HSVer, sondern einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer ist, der würde heute 15 bis 20 Millionen verdienen. Ich lege dich mal nicht mehr unbedingt fest. Ja. Ich würde auch vielleicht als mittelmäßiger 5 Millionen verdienen oder ein paar Euro mehr. Aber dieses Ganze ist so verrückt. Oder lass uns auf den Uwe kommen, da würde auch 20 Millionen sehen. Denken Sie mal, der hat damals verzichtet, zu Inter Mailand zu gehen, da ging es um 1 Million, damit wäre er Onassis Sohn gewesen. D-Mark, ja, Entschuldigung. Oder Lira war das. Oder Slotti. Lira, also das ist klar. Ich hoffe, dass sich dann irgendwo eine Normalisierung vielleicht passiert ist. Wenn man das Beispiel Bayern München mit dem Sahne nimmt, da wurden ja auch Summen von 100 Millionen genannt. Er ist nur in Anführungsstrichen für 50 Millionen gekommen. Also das ist ungesund. Für mich ist es ein Phänomen, dass die Fans das alles so mitmachen.
Nicht? Die Zahlen, die werden unter uns, die werden ja für mich ausgenommen. Jeder Club hat jedes Jahr immer ein, zwei neue Trikots. Hinten Beflockung kostet 110, 120. Im EK kostet ein Hemd, glaube ich, 5 Euro umgerechnet. Also es ist eine verrückte Welt und ich würde mich freuen, wenn das Ganze sich mal normalisiert und so weiter. So bei den Fans war ein guter Ansatz, den kann man ja gleich dann weitergeben an Heiko Holzgräber. Ja. Heiko Holzgräber ist ja nicht nur 40 Jahre lang Mitglied im HSV und einer der treuesten Fans. Ich habe ihn auch deswegen eingeladen, weil er ein Banker ist, der im Grunde genommen tagtäglich mit roten und schwarzen Zahlen arbeitet. Und würde mich mal interessieren, was sagt dann der Fan Heiko Holzgräber dazu, wenn die Fans tagtäglich mit diesen Summen konfrontiert werden? Also die Mischung macht es, genau wie Harry Beere eben schon gesagt hat. Man muss aufpassen, dass da nicht so eine Parallelgesellschaft entsteht. Also selbst so ein Sky-Abo ist inzwischen ja sehr, sehr teuer geworden, sage ich mal. Ganz vom Stadion-Eintrittspreis plus Merchandising, alles, was eben kam, nochmal dargelegt. Insofern ist es, glaube ich, und das ist das Traurige von der Entwicklung, da stimme ich vollkommen zu, dass es eigentlich den Fan gar nicht mehr gibt. Wir müssen eigentlich in den Fangruppen schon wieder unterscheiden. Ist es dieser Edelfan, der dem Geld egal ist und dann auch ins Stadion geht, aber sich vielleicht gar nicht so richtig für den Fußball interessiert, in der Form gar nicht richtig hinguckt? Ja. Oder ist es wirklich der Fan, der mit Herzblut dabei ist, der sich identifiziert mit der Mannschaft, der auch keine Söldner dort in den Mannschaften haben will oder ähnliches? Das heißt, ich glaube, durch diese Entwicklung, die wir da mit den Geldflüssen und Strömen haben, gibt es diesen Fan gar nicht mehr, sondern es gibt schon verschiedenste Gruppierungen von Fans und das ist eben diese Schade letztendlich, dass praktisch der breite Fan immer mehr ausgeschlossen ist. Immer, wenn ich einen Einwurf dazu habe. Ja, gerne. Man darf nicht vergessen, wir drei oder wir vier hier sind eine andere Generation. Ja. Wir denken noch in früher. Auch selbst ein Manny Kals, der ja noch ein junger Mann ist für mich. Er sieht auch jung aus. Ne? Sieht man ja auch gut aussehen nach wie vor und so weiter. Aber die jungen Leute, die haben eine andere Denke. So, sie werden ja für mich, ich sage das mal deutlich, sie werden ja ausgenommen. Exakt, genau. Sie werden ausgenommen. Wenn ich das sehe, ich bin ja nun wirklich einer, der überall guckt und eigentlich im Fußballbereich HSV speziell hier alles kennt. Alles. Wenn ich denn da mal so gucke, was da die Leute da bezahlen müssen, wie ich hatte das Thema Trikot schon erzählt und alles drumherum, das ist schon, oder ein Familienvater, wenn er mit zwei Kindern kommt, ja, das ist alles nicht mehr normal. Ja. Nee, bin ich völlig bei. Wir haben vorhin ja, oder Manfred hat das vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen, das fand ich ganz interessant, mit den unwahrscheinlichen Gehältern, mit den Ablösesummen, das müssen wir gar nicht alles noch weiter erwähnen, aber es gibt ja jetzt von der NFL, also aus Amerika, gibt es ja jetzt diesen Salary Cap. Und dieses Salary Cap, das habt ihr sicherlich alle auch schon mal gehört, das heißt ja nichts anderes als eine Gehaltsobergrenze. Da gibt es ja jetzt auch eine von der DFL, die Task Force, die ja sich auch mit diesem Thema beschäftigen möchte und will und wird und muss. Deswegen ganz explizit die Frage auch an Manfred. Wie denkt er, war ja seinerzeit einer der Bestverdienenden beim HSV, wie denkt er denn über so eine Gehaltsobergrenze? Finde ich grundsätzlich nicht schlecht in der heutigen Zeit, weil eh alles überdreht ist. Das sieht man allein da schon. Woher kommt das Geld? Ja? Das kommt aus Russland, aus Asien, aus dem Orient. Da kommen ja Gelder, das ist ja irre. Da kommen ja keine Millionen, sondern da kommen Hunderte von Millionen ins Spiel. Und ich weiß auch nicht, wo das Geld herkommt. Ich finde immer, der Fußball ist eine große Geldwaschmaschine. Ja? Das interessiert keine, woher er kommt. Barcelona hat 1 Milliarde Schulden. Das ist doch Wahnsinn. Irgendwann hört es auf. Ja, Manchester City ja auch. Ja, aber das sind Entertainment-Firmen, wie er schon gesagt hat. Die kommen aus Amerika, haben amerikanische Besitzer. Das Videogeschäft, Entertainment und das läuft. Und die Leute machen das mit. Ich mache das natürlich nicht mit, weil das interessiert mich nicht. Ist das denn überhaupt möglich, Heiko? Kann man das vereinheitlichen? Kann man sagen, es gibt eine Gehaltsobergrenze? Daran haben sich alle Bundesliga-Clubs zu halten? Wenn man will, dann kann man auch. Aber ich bezweifle, dass der Wille da ist. Weil einfach viele ja mitverdienen in diesen Prozessen. Ne? Die Harry Beere auch, Manfred Karls, es sind ja zu viele dabei,
die mitverdienen an diesen ganzen Merchandising und das ganze Drumherum und Werbesekunden, die ich dann teuer wieder verkaufen kann und ähnliches. Also wenn der Wille da ist, könnte man das umsetzen sozusagen. Würde ja vielleicht auch wieder darunter laufen, dass die Wettbewerbsverzerrung durch Geld sozusagen auch wieder eingedämmt wird. Ist vielleicht auch mal wieder spannender wird in der einen oder anderen Liga. Also wenn man wollte, könnte man das aber auch. Aber auch hier gilt wieder das Sprichwort, Geld regiert die Welt sozusagen. Ja. Und es gibt halt einen sehr starken Lobbyismus, der kein Interesse daran hat, dass es runtergekocht wird sozusagen, weil eben im Umlauf viel Geld zu verdienen ist. Und solange es immer noch fließt und Einnahmen da sind und immer noch 3 Trikots gekauft werden statt nur ein Trikot, weil irgendjemand erfunden hat, dass wir die Spielernamen hinten raufschreiben, damit ich 3 Trikots kaufen muss mit meinen 3 Lieblingsspielern und nicht nur ein neutrales Trikot. Solange dort sehr viel Geld verdient wird auch, fehlt der Wille wahrscheinlich. Aber man könnte und man sollte auch am Ende des Tages, weil gerade für den Deutschen die schönste Nebenbeschäftigung der Welt oder Nebensache der Welt ist ja Fußball eine Art Grundnahrungsmittel. Ja, kann man sicher so formulieren. Das wird eine Falle, wenn irgendwann viele oder einige Vereine waren ja schon pleite, auch in der 2. Liga letztes Jahr, bis das letzte Geld von Sky kam. Sonst hätten letztes Jahr schon einige werden abgeschmiert. Und das ist eine reine Geldfrage. Man kann es begrenzen, aber alleine wenn man die FIFA sieht, ja, was weltweit passiert an Korruption, das ist doch Irrsinn. Und da ist viel Vertrauen verspielt. Viel Vertrauen für mich ist keine Glaubwürdigkeit. Das ist einfach Wahnsinn, was da passiert. Das ist ein schwieriges Thema. In Amerika will ich das so ganz kurz ergänzen, was Manfred gerade gesagt hat. Es ist doch genauso mit dem Financial Fairplay. Natürlich. Nicht? Da werden Mannschaften, die sind völlig überschuldet. Dann dürfen sie normalerweise, wenn das Reglement der UEFA richtig umgesetzt werden würde, dürften sie nicht spielen. Aber dann wird irgendwo wieder, wie Manni sagt, dann kommt da irgendwo wieder Geld aus dem durch eine Hintertür und dann ist alles wieder vergessen. Aber das ist doch das, was ich damit sagen will. So geht der Fußball doch kaputt. Oder ist das jetzt überspitzt von mir? Ich würde das so überspitzt sehen. Wie wir schon sagen, das ist Entertainment heute. Natürlich auch durch die Fernsehanstalten. Und wenn wir nun über Sky sprechen oder über alle diese Sender. Ich persönlich würde viel Geld dafür ausgeben. Wir sind ja nun, ich gehöre ja auch zu den Fußballverrückten, auch wenn wir das ein bisschen realistischer sehen. Es kostet halt, es wird ja nur noch Geld geschöpft. Und wenn sich mal, wir haben das ja noch idealistisch gemacht. Ich war ja auch mal Vizepräsident, wir haben das ja wie alles im Leben. Ich, nur als Fußballer habe ich mal Geld genommen. So, alles idealistisch gesehen. Heute strömen doch die Vermarkter, die Marketingleute, Und. Die strömen doch in den Fußball. Ich übertreibe mal wie die Motten zum Licht. Das hört sich schlimm an, aber es ist so. War das denn zu Ihrer Zeit, 95, als Sie Vizepräsident des HSV mit Uwe Seeler waren, war das dann nicht so? War das anders früher? Natürlich. Wir haben ja, dem HSV ging es ja damals schon schlecht. Und wir haben das übernommen, weil wir waren ja nach 8 Spielen Tabellenvorletzte. Wir wären auch wahrscheinlich abgestiegen. Und dank Magath und so weiter und Uwe natürlich haben wir das gepackt. Ne, sonst wären wir, aber seitdem sieht man ja, was läuft. Wir hängen ja in den letzten Jahren immer nur unten drin, leider. Ne, leider haben wir die Ära von Manni Kals und Jako und Rubesch alle die Zeit. Das war ja, da wurden ja die Versäumnisse gemacht. Und da strömten ja schon, da fing es ja an, sagen wir, in den 90er Jahren, wo die Vermarkter reinkamen. Wir müssen jetzt nicht über England sprechen oder über die Saudis und dies, das, jenes, alles verrücktes Zeug. Aber das macht ja den Markt kaputt. Vielleicht denken wir Alten noch zu altmodisch und immer nur... Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir das alles sehr realistisch sehen. Herr Köpke, man hört es ja von den Vermarktern und von den Leuten. Ich bin ja da schon häufiger mal angegriffen. Was redest du da für einen Quatsch? Mhm. Aber wie gesagt... Die strömen ja alle mit hoch, mit den Summen, die da gehen. Die verdienen sonst, man liest es doch immer, wenn heute einer 1 Million oder 1, 2 verdient, gibt ja Spielerberater, da müssen wir auch nicht lange drüber reden. Aber auch die Manager in den Clubs, ne, die haben Forderungen, ich könnte jetzt Namen nennen, zur Begrüßung hat noch nichts gesagt, der verlangt 1,3, 1,5 Millionen. Ich muss dazu, es ist aber brutto in Deutschland. Okay. Ja gut, das war doch mal ein kleiner passender Gag. Aber Manni, wenn ich das jetzt richtig sehe, früher hieß es doch immer, Geld schießt keine Tore. Das ist doch völliger Blödsinn. Ja. Geld schießt doch Tore.
Oder sehe ich das falsch? Damals haben gerade auch Geldtore geschossen. Okay, aber wir werden das in dieser Sendung. Man kann es nicht mit heute vergleichen. Wir hatten ja früher, HSV war früher ein Leichtathletikverein, sage ich mal, mit der Fußballabteilung. Ja, ja, die ja, waren ja, noch intern und Gesamtverein. Und wir mussten den ganzen Verein auch finanziell mit über Wasser halten. Ja. Wenn es an der Abteilung schlecht geht, wurde oben abgeschöpft. Und ja. das war auch nicht so einfach. Und es war dann, wenn wir dann mal plus minus Ende des Jahres waren, waren alle froh. Wo wir damals auch 20 Millionen hätten, kann man nicht vergleichen. Aber wir haben den ganzen Verein mit am Leben erhalten. Und das war auch nicht so einfach damals. Also eins ist klar, dieses Gespräch, so informativ und unterhaltsam das auch ist, wir werden das hier nicht lösen. Das ist richtig. Ich glaube, das ist die Krux über diese Diskussion. Wir haben das angestoßen, dass vieles falsch gelaufen ist, vieles schief gelaufen ist und immer noch falsch und schief läuft. Aber natürlich, man muss immer wieder, finde ich, den Finger in die Wunde legen, damit also auch der Letzte versteht, um was es hier geht. Und was Heiko Holz hier gesagt hat, ist ja richtig. Fußball ist ein Grundnahrungsmittel der Deutschen geworden, vielleicht sogar weltweit. Das mag sicherlich richtig sein. Nur, wir werden das, wie gesagt, hier nicht lösen. Aber wenn wir schon natürlich, meine lieben Zuschauer zu Hause, wenn wir schon zwei Legenden wie Harry Bäre und wie Manny Kals hier haben, dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen was Persönliches. Wir haben noch, sehe ich gerade, so knappe 7 Minuten, wollen wir noch ein bisschen was Persönliches von den beiden hören. Manny, was verbindet Sie denn überhaupt noch zum HSV? Das würde mich mal interessieren. Was mich doch verbindet? Ja. Ich gehe also, wenn wir in der Saison, ich bin so zwischen 6, 7, 8 Mal da, gucke mir die Spiele an. Im Moment natürlich nicht mehr, also die Jahre davor, als noch Zuschauer erlaubt waren, um alte Freunde zu treffen. Harry zum Beispiel, über Seele. Und wir haben ja so eine Gemeinschaft da zum Treffen und zum Schnacken. Und das war es dann aber auch. Der Fußball selbst ist dann eigentlich uninteressant, weil... Also was ich nie verstanden habe, Sie sind der erfolgreichste Spieler aller Zeiten. Das hatte ich ja nur mehrfach schon hier in dieser Diskussionsrunde anklingen lassen. Aber Sie haben nie ein Abschiedsspiel bekommen. Wie ist das möglich? Das hat man damals versäumt. Das müssen Sie den. Wer war damals Präsident, Harry? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Hunger war Präsident. Das müssen Sie die Leute fragen, die damals dafür verantwortlich waren. Ja, das sind ja die Dinge, die haben ja. Das ist eigentlich ein Witz, ja? Ja, das wollte ich gerade sagen. Bei den Bayern, ich sag mal. Das Traditionsdenken ist ja weg. Total. Ja. Wir haben ja immer gute Beispiele in Deutschland. Dann nehmen wir mal Bayern München, ja, als führender Verein. Und wie das da abgeht, was da läuft. Auch den Spielern gegenüber. Das ist ein hervorragendes Beispiel, ja. Auch den Mitarbeitern gegenüber, nicht nur die Spieler, was da läuft. Ich kenne mich da ein bisschen aus, weil ich mit Rummenigge immer noch ein bisschen befreundet bin. Das ist einfach klasse, was die machen. Aber jetzt kommt man endlich auf die Idee. Die waren damals schon gut und sind heute noch. Ja. Man hätte Manfred Kaltz holen müssen. Jetzt holt man endlich nach langer, langer Zeit Horst Rubesch. Es hätte alles viel früher passieren müssen. Ja, Rubesch kam jetzt 20 Jahre zu spät. Ja. Aber wir haben damals, 95 waren wir ja 3 Jahre, haben wir ja auch 3 Spieler geholt. Bernd Wehmeyer, ja. Hieronymus und Schröder. Wir hatten auch andere Dinge noch vor, aber dann wurde das ja leicht ein bisschen sehr kritisch beurteilt, trotzdem wir den Stadion und alles gebaut haben und dies, das, da gab es dann so einen kleinen Skandal. Na gut, ja. Das wollen wir nicht weiter jetzt drauf eingehen. Das ist dann auch Schnee von gestern, Harry. Ja, aber Sie haben ja auch noch ein kleines schönes Erlebnis. Sie waren auf den Sprung in die Nationalmannschaft. Häufiger. Und warum hat das nicht geklappt? Ja, das war ja damals HSV. Da hat mir ein Günter Mahlmer, der war Trainer, der war Chef des Ganzen. Wir hatten ja mehrere Nationalspieler. Das fing ja an mit Charlie Dörfer, mit Uwe Seeler, Jürgen Kopp, Klaus Stürmer und, und. Und ich war aus dem Nachwuchs. Und Mahlmann war ein sehr dominanter, beherrschender Mann. Der hat uns gar nicht für ernst genommen. Wir hatten ja kein Manager, kein Betreuer, gar nichts. Nun muss man natürlich sagen, nun war man als Moltenburger Jung, der ich ja nun mal bin, nicht? Auf einmal stehst du da am Roten Baum. Ein Jahr vorher hast du Autogramme von Uwe und Charlie und denen geholt. Und auf einmal spielst du mit denen. Aber, was du schon richtig andeutet ist... Aber Herberger hat auch 5-mal angerufen. Ja, ich war zu diversen, da sprechen wir heute noch drüber, mit Charlie und so, der lacht heute noch. Meine Länderspiele wurden abgesagt. Harry, brauchst du nicht mehr hinfahren, ist schon erledigt. Ohne sie zu fragen. Ohne fragen, da durftest du auch... Das ist natürlich auch eine Methode. Ja, das auf heute bezogen, da wäre ja jeder Club froh, wenn er Nationalspieler hätte. Ja. Aber vielleicht kann ich das noch einwenden, mein Grundgehalt hätte sich, glaube ich, um 50 D-Mark erhöht. 50 D-Mark. Das hat sich nicht gelohnt. Ne?
Okay, dann wollen wir jetzt noch mal eben, das ist ja ganz klar, wir haben noch gesehen gerade gute 3 Minuten Zeit, da kommt ja keiner drum rum. Ich habe natürlich auch noch mal die Frage aktuell zum HSV, das muss einfach so sein. Wir haben wieder den Ärger im Präsidium, es ist wieder Unruhe im Präsidium, es ist müßig darüber zu diskutieren, es sind wahrscheinlich Profilneurotiker und es sind auch fachliche Inkompetenzen, die alle eine Rolle spielen. Und das will ich auch weiter gar nicht vertiefen, aber ich möchte schon von Ihnen dreien wissen, glauben Sie, dass diese Unruhe jetzt, die jetzt entstanden ist, sich negativ auf die Mannschaft auswirken könnte und dass dieses Kopf-an-Kopf-Rennen mit 4 Mannschaften mit 42 Punkten möglicherweise am Ende der HSV auf der Strecke bleibt? Wie gehabt. Also ich glaube nicht, das kann Mandy bestätigen, diese Kehreleien, die das da gibt, die wiederholen sich ja beim HSV mal jedes Jahr. Ja. Da brauchen sie ja nur die Namen ändern. Aber das hat aus meiner Sicht, das hat uns, Manni, hat dich das belastet? In deiner Zeit gab es nur Erfolge, da war das nicht so. Elfmeterschießen hat mich immer belastet. Nee, ja, genau. Auch, wenn wir über Fußball reden, Elfmeterschießen war ja auch einer der größten überhaupt. Aber das hat das belastet. Ich bin sicher, heutzutage sind ja alles, ich sag das mal hart, auswärtige Zweitligaspieler. Ja, das sage ich ja auch, ja. Das belastet die nicht. Also, wir kennen das früher nicht, wir hatten ja diese Probleme nicht, weil die Medienlast war auch nicht so groß. Aber darauf, dass das Manni, wie sehen Sie das jetzt? Nicht. Glauben Sie, dass sich diese Unruhe, jetzt, die jetzt wieder entstanden ist, tatsächlich negativ auf die Ziellinie, dass man auf der Ziellinie also, wieder im Grunde genommen... Dem HSV müssen wir natürlich wünschen, dass sie aufsteigen, dann ja schon für die Fans, die sie haben, ein bisschen ihre was da abgeht. Hamburg immer. Braucht eigentlich den HSV. Ja, sicherlich, für die Fans wäre das Beste, was passieren könnte, ist völlig klar. Verein selbst, gut, die Unruhe, da, ich weiß nicht, was da abgeht im Präsidium, das ist völlig unnötig, ist klar. Das muss normalerweise intern geregelt werden, solche Sachen, wie das in einer guten Firma auch so gehandhabt wird normalerweise. Und die Mannschaft, ja, es wird schwer werden. Sie fangen jetzt wieder an zu wackeln, die Rückrunde. Harry sieht ja schwarz und Manfred Kaltz sagt, es wird schwer. Ich glaube, es wird eng werden. Ja. Es wird sehr eng, ja, ich schließe mich da also auch, vom Gefühl auch. Dieser Meinung an. Heiko, wie sehen Sie das? Sie sind ja nun als Edelfan beim HSV fast immer dabei. Ich habe auch früher in der Westkurve gestanden. glauben Sie, dass die HSVer dieses Mal packen, oder wird es wieder nichts? Also die Hoffnung stirbt zuletzt sozusagen. Also ich glaube, das Präsidium, die Querelen, das stört nicht in der Form. Das kennt man schon, wenn man als Spieler zum HSV geht. Aber man muss aufpassen, dass in den Köpfen es nicht eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Dem Motto, mein Gott, nur noch ein Drittel der Saison und jetzt fängt wieder das Kriseln an sozusagen. Ja. Also ich glaube, das ist eher innerhalb der Mannschaft, das aus den Köpfen rauszukriegen. Das Präsidium, glaube ich, wird nicht so großen Einfluss haben. Also ist schwer, aber trotzdem. Wird schwer, ja, absolut. Was ich sagen möchte. Das ist ja unverständlich, diese Kehreleien da jetzt. Die machen für mich persönlich seit langem mal einen guten Job. Ob das der Bold ist, der Wettstein und Jansen, er taucht wenig auf, vielleicht müsste er mehr Einfluss nehmen. Aber lass doch die Jungs spielen, die machen einen guten Job, haben wir lange nicht gehabt und wir wollen aufsteigen. Gut, drücken wir die Daumen, liebe Zuschauer, wir sind am Ende der Sendung. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Harry Beri, bei Manfred Kaltz, bei Heiko Holzgräber für dieses wirklich informative und auch sehr unterhaltsame Gespräch. Und wir sind ja auch so ein bisschen in die Tiefe gegangen und wir haben auch ein bisschen gepiekst, da wo man pieksen muss und wie man pieksen soll. Auf der anderen Seite, natürlich würden wir uns alle freuen, wenn der HSV wieder in der ersten Liga spielt. Darüber müssen wir sicherlich gar nicht diskutieren. Ich darf Ihnen vielleicht noch sagen, dass wir die nächste Sendung am Karfreitag dann machen, am 2. April. Die Thematik wird ähnlich sein wie heute, denn das ist ja so eine never-ending story im Grunde genommen. Und die Sportreflex-Sendung, die dann möglicherweise auch in der Wiederholung oft zu sehen ist, können Sie aber auch über den YouTube-Tide-Channel sehen. Den können Sie anklicken, dann gehen Sie auf Sportreflex und dann können Sie diese Sendung und alle Sendungen, die wir bisher gemacht haben, sich einmal ansehen. Ich bedanke mich auch für Ihr Interesse zu Hause, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.